Hallo, hier ist Martin von Moneymonkeys, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 11.9. 11.9. 11. 2023 und unser DAX-Serie ordentlich rumgerührt am Freitag. Ähm, der dürfte dem einen meiner anderen schon fast schwindlig geworden sein, denn wir haben ja auch die ganzen letzten Tage im DAX äh, eigentlich Ähnliches gesehen. Ja? Immer wieder hoch, runter, hoch, runter, rechts, links, da sei dran. Ähm, wir sind aber durchaus mal ein paar Meter weiter unten rausgekommen. Ne? Das kann man schon fast als Bereinigung auch ansehen. Das heißt, wer da jetzt hier noch long war, der ist wahrscheinlich ausgestoppt worden und ähm, dann hat der Markt aber auch sehr stark gedreht, also da sollte man am Montag ebenso gut aufpassen wie zum Freitag, wie die ganzen letzten Tage, dass der Kerl uns nicht oben raus macht, ne? wir haben uns hier die 87 immer gestern oder für, die, für, den, für den Freitag, für den Donnerstag auch schon angeguckt, ne? dass er da per Stunden Schluss drüber macht, wenn, wenn ihm das gelingen sollte aber mit Abwärtstrendbruch, dass es sich dann gut, leicht auch oben richtig rausfedern könnte, das ist ihm am Freitag nicht gelungen er ist glaube ich an der 37 mal kurz rangeschlagen, aber ähm, hat bei, beim besten Willen keine Anstalten gezeigt, darüber zu wollen. Hat dann abverkauft ins Gap rein, am Gap re nicht reagiert, durchgereicht und dann ging es klack, 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 klack. klack. Einzigster Schönheitsfehler hier unten, finde ich ein bisschen, ist, dass er äh, ein bisschen früh gedreht ist. ja, Also 75, weiß jetzt nicht, was die Intention von ihm daher war. Ich glaube, wenn er noch ein paar Stops haben hätte wollen, hätten die da drunter gelegen. Also. Ähm, aber vielleicht waren ihm auch zu viele Short drin. Ja, das sieht man dann auch sehr oft, dass der Markt dann eben vor den wichtigen Bastionen nicht äh, also einfach eindreht, damit diejenigen ihren Take-Profit nicht kriegen und in Position sitzen bleiben und der Markt die nochmal ins Minus drücken kann, indem er halt richtig krass zurückkommt. Und diesen, diesen starken Short-Touch, ne, auch in der Meinung, das, also sind momentan sehr, sehr viele davon überzeugt, dass es fallen muss. Ähm, da hat man die letzten Tage immer schon mal wieder erwähnt, und dann passt, dann fällt der Markt halt auch so beschissen. Das ist so halt, ne? Und die Zeiten oder die Momente, wo der Markt halt richtig schön unten durchknallt und richtig schön unten durchfällt und einen schönen Trend zeigt und eine richtig schöne Bewegung zeigt, die man aufperimetisieren kann und so weiter. Das ist immer in Situation, wo eigentlich alle eher mehr auch in den YouTube-Videos kommentieren, warum soll denn das fallen? Was erzählst du, Martin? Ist doch Quatsch, bei den Nachrichten kann da eigentlich nur steigen. Und dann, das sind immer so die richtigen Momente, wo der Markt sich unten durchführen kann. Das haben wir momentan. Momentan sind alle sehr shortlastig oder die Mehrheit ist, glaube ich, sehr shortlastig und deswegen fällt der hier so dusselig. Ähm, muss man eben entsprechend auch oben aufpassen, ja? wenn der dann irgendwann mal den Knack kriegt und hier ein, mal endlich irgendwann mal eindreht. Ähm, dann kann der oben raus richtig raus. Versteht das nicht falsch, ne? Das wurde die letzten Tage immer mal wieder fehlinterpretiert. Das heißt nicht, dass ich bullig gestimmt bin oder dass ich will, dass der Markt oben rauskommt. Ich glaube nur, dass dort der größere Schaden wirklich für die meisten da ist. Das hat auch am Freitag jemand im Chat geschrieben, dass es unten den Leuten mehr wehtut. Ich glaube das nicht. Ich, so wie die Leute schreiben und so wie die Leute sich geben, sind momentan recht viele darauf eingestellt, dass der Markt unten richtig rausfällt und auch richtig fällt und wollen das auch und ähm, kriegen ja aber ihre Schäfchen immer nicht ins Trocknen, weil die halt immer wieder Feuer hochtreten. Und das macht der genau deswegen. Und das ist immer so für mich einfach so ein Achtungssignal, wo ich dann für mich persönlich vorsichtig werde, weil ich einfach weiß, wenn er dann eben oben mal durchzieht, dann macht er halt auch richtig Strecke. Uh, und, und knallt hier halt alle richtig an die Wand und um das zu realisieren, müsste er halt wirklich dann auch über eine 16,60 drüber und das fängt dann hier unten an, ja, also mit dem Abwärtstrendbruch und den hat er am Freitag versucht anzuknacksen, jetzt schiebt er sich nochmal am Abend drüber geschoben, wenn er jetzt anfängt noch ein höheres hochzustellen, über äh, 15,87, ähm, dann verdichtet sich das immer mehr, ja, wir haben jetzt hier auch noch einen kleinen Durchschnitt um 15 15,800 und dann kann man Durchaus schon sagen, alles was über 15.800 ist, kriegt nächste Woche die komplette Woche, Montag bis Dienstag, Freitag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ähm, einen bullischen Touch einfach halt. Ne? Das kriegt der Markt dann in, 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 der hat es dann leichter, Richtung 49, 16.000 und 16.120, 16.250 zu steigen, ähm, aus dem Abwärtstrendbruch heraus. Und wenn wir dann alle noch Short sind und die ganze Zeit gegenballern. Ähm, dann fällt es ihm natürlich umso leichter. Dürfen wir auch nicht den Verfall vergessen, ne? der kommt jetzt am Freitag, mh, rückt immer näher, 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 näher. Wir hatten schon mal erwähnt, das ist pass Also vor zwei Wochen, glaube ich, vor einer Woche hatten schon erwähnt, dass es schon langsam spürbar sein kann, dass der Markt dann eben immer wieder versucht, dann auch an die 16.000 zurückzurudern, dass das gegebenenfalls auch eine der wichtigen Marken sein wird. Ja, 16.000, 15.500, 16, äh, 15, so diese typischen Psycho-Marken. Und dass der Markt dazwischen dann auch Vielleicht auch hin und her schlägt und sich auch an so einer 16 auch seitwärts aufreiben kann. Also, ich persönlich würde deswegen für den Montag, für mich persönlich, einfach sagen: Okay, ich gucke 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Uhr, immer mal wieder, wo steht der Markt gerade? Und wenn der oberhalb von 87, oberhalb von 800 steht und umso länger er darüber steht, umso, eher, umso mehr erhöht sich für mich die Wahrscheinlichkeit, dass er auch weiter steigt. Und dann wieder oben Richtung 8,40, 8,60, dann 29, 49 und 16.000 letztendlich steigt. Das ist die Erwartungszeitung O. Aber das ist nur der eine Teil der Analyse. Ja, und den anderen dürfen wir nicht vergessen. Und der andere Teil der Analyse ist, dass wir eine derartige Vorlage eigentlich die ganzen letzten Tage schon immer hatten. Wir hatten hier schon Hammer, Dojis, grüne Kerzen nach roten Kerzen. Jetzt haben wir nochmal einen schönen Hammer gekriegt. Ähm, wir haben viele, viele, viele Signale die letzten Tage gehabt, die nach oben hin eine Trendumkehr ein angedeutet haben. Und trotzdem folgt da ein weiteres Tief. Wenn der DAX jetzt nach diesem Hammer hier nach unten rennt, weiß ich nicht, ob der überhaupt nochmal Käufer mobilisiert bekommt. Ja, also ähm, 200-Tage-Linie, die notiert mittlerweile schon bei fast 15.500. Ja, ähm, ich würde fast denken, wenn der uns zum Montag das wieder nicht annimmt, wieder nicht das Umkehrsignal annimmt und der kippt einfach unter 37 nach unten und zeigt sich schwach. Da würde ich persönlich davon ausgehen, dass wir wieder unten als tief zurücklaufen und vielleicht sogar nochmal drunter hacken. Ja, also das wäre meine Erwartungshaltung, deswegen würde ich unterhalb von 1537 eher nach Short suchen, oberhalb von 1587, 15800 nach Longs. Dazwischen ist es mir relativ egal, was er macht. Ja, gucke ich dann eher drüber. Aber unter 37 bekomme ich klar einen Touch nach unten, über 87, 800 den Touch nach oben. Und so würde ich das Handeln fertig aus. Ne? Entschuldigung auch an alle, denen ich hier versprochen habe. Ich mache am Freitag, am Donnerstag, am Mittwoch Seminarmails. Ich mache es jetzt direkt nach der Analyse gleich. Ähm, wenn ich es jetzt so richtig überschaut habe, haben wir noch, also wenn ich jetzt auch die Anfragen mit angucke, die reinkommen sind, noch knapp fünf. Plätze frei. Es ist jetzt ein bisschen untergegangen die letzten Wochen durch meinen Unfall natürlich. Das Seminar findet aber auch ganz normal wie geplant statt. Es ist ja kein Vorortseminar. Ich muss nirgendwo hinfahren mit dem Auto. Ich muss nirgendwo rumlaufen. Ähm, kann mich einmal mit meinem Rolli an den Schreibtisch ranfahren jetzt <laughs> und das von dort machen. Und der Seminar findet ganz normal statt am 23. 29. Februar. Äh, Februar ist auch schon. Ne, ne, Wartet. Ich gucke nochmal drauf hier auf dem Kalender. 23. bis 24. da. September, so ist es. Ich hänge hier nochmal die E-Mail-Adresse rein. ja, Schickt mir einfach eine E-Mail, wenn ihr teilnehmen wollt. Ja? Ähm, die, die schon eine Teil äh, was geschickt haben, schaut nochmal, dass ihr es auch überwiesen habt, den Betrag. Ne? Ähm, ich habe, wie gesagt, jetzt noch absolut keine oder kaum Zeit gehabt, die letzten zwei, drei Wochen hier überhaupt irgendwie mich mit dem Thema Seminar noch zu beschäftigen. Ähm, tut aber den Inhalt nichts gleich. Ne? Also, das ist soweit schon alles fest. Wir haben auch die Seminarunterlagen und so weiter schon vorbereitet. Das ist es findet wie geplant statt. Ja, ähm, gucken uns Charttechnik an, gucken wir uns Tradingtechnik an. Ich zeige, welche Setups ich nehme. Ich zeige auch Setups, die andere Seminarteilnehmer angewendet haben, damit erfolgreich geworden sind. Ja, also wir gucken uns einfach breit an, was hat den Leuten geholfen, die bei uns mal waren, erfolgreich zu werden, und was hat es nicht? Ja, was sollte man abstellen? Wie sollte man es abstellen? Wie kriegt man die Fehler denn raus? Na, also ich habe auch immer, früher hier war der König im Stoppschieben und sowas halt, ne? <laughs> stopp, stopp los rausnehmen, stopplos schieben, Na, da war ich Profi drin, bis ich mal richtig auf die Schnauze gekriegt habe und dann angefangen habe, das alles anders zu machen. man kann ich euch schon ein paar Wege und Mittel zeigen, wie man auch das eine oder andere noch optimiert kriegt und ähm, vor allem, wie man auch Fehler abgestellt kriegt, wie man sich ein bisschen selber unter Kontrolle kriegt und das, das alleine macht eigentlich schon mal schon viel aus, ne? bei den Leuten, dem Moment, wo sie weniger verlieren, weniger diese großen, krassen Verluste haben, wo der eine Tag im Monat dann die ganzen Gewinne wegropft, wenn das schon alleine wegfällt, dann wäre man schon profitabel, weil die können schon jetzt ein bisschen gut traden, ja, die kriegen schon Gewinne hin, aber die lassen sich halt immer wieder wegnehmen. Und wenn einem jemand das zeigt, wie man das verhindert, dass dieses, dieses, dass an einem Tag alles wieder weggenommen wird, dann hast du manchmal schon gewonnen. Ja? Und dann ist der Weg zur Profitabilität nicht mehr weit. Also, das gucken wir uns alles im Seminar an. Zwei Tage geht es, 23. und 24. September. Wer Lust hat, Mail hinschreiben, ist online. Ihr könnt auch, wenn ihr nicht da seid, dann einfach die Aufzeichnung angucken. Ähm, meldet euch einfach, schreibt die E-Mail. Ich setze mich jetzt direkt dran, ähm, beantworte jetzt alles, das, was noch drin gewesen ist. Und auch das, was alles noch reinkommt, spätestens morgen. Ich habe auch morgen nur, glaube ich, einen Arzttermin. Da sollte ich mal ein bisschen Luft haben und dann kriegen wir das alles durch. Ja, sorry fürs, für die Verzögerung. Ähm, unfallbedingt einfach hier jetzt ein bisschen Stress gewesen, auch mit, äh, ich sag mal, neuer Unterkunft. Ja, bin nicht zu Hause, äh, sind jetzt woanders untergekommen, muss man aus mit einem Rollstuhl klarkommen hier und alles. Aber das jetzt alles. Ne? Die nächsten Tage sind ruhiger. Und von daher wünsche ich euch viel Erfolg im DAX am Montag. Und wer hier Interesse am Seminar hat, das ist die E-Mail-Adresse. Einfach eine E-Mail hinschicken. Bitte von mir eine Antwort, stehen die ganzen Details drin und dann klären wir den Rest dort und sehen uns dann am 23. 24. September. Bis dahin, tschüss.